Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Wird es in Salzburg einen blauen Tsunami geben oder kann sich der ÖVP-Landeshauptmann noch einmal behaupten? Wie wird es für die anderen Parteien ausschauen? Wieso punktet in Salzburg offenbar die KPÖ? Das sind unter anderem die Themen unseres heutigen Duells, nämlich von Andreas Mölzer, Publizist und FPÖ-Urgestein. Und andererseits Robert Miesig, ebenfalls Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Gut, dass du mich nicht Urgestein genannt hast. Das kommt irgendwann, das kommt. Wenn ich so weit bin. Ja, weiß ich nicht. Danke. Schönen Abend. Hallo. Andreas Mölzer, die Salzburg-Wahl ist natürlich auch von überregionalem Interesse. Immerhin ist da die Rede davon, dass die FPÖ oder die Kandidatin Marlene Swatzeck, die ein bisschen die Linie von der Marine Le Pen in Frankreich zu übernehmen scheint und zu versuchen, diese Diabolisation zu machen, sehr, sehr stark werden könnte. Glauben Sie das? Naja, zuerst einmal, man kann, glaube ich, nicht von einem drohenden Tsunami sprechen, einen freiheitlichen, weil ein Tsunami würde ja alles zerstören. Ne? Das wird nicht der Fall sein, aber es wird so etwas wie ein politischer Erdrutsch, wenn die Umfragen einigermaßen das abbilden, was tatsächlich stattfinden wird, dann wird es das geben. Ne? Und ja, ob man den Vergleich jetzt mit der Marine Le Pen oder mit der Giorgia Meloni oder wem auch immer treffen soll, ist eine Frage. Tatsache ist, dass Marine Le Pen, habe ich deswegen gesagt, weil die Marlene Swatzeck selbst einmal Marine Le Pen auch als Vorbild genannt hat. Aber Tatsache ist, dass sie jedenfalls von ihrer Struktur her, von ihrem Auftreten her natürlich für Salzburg insofern ein Glücksfall ist, weil sie auch in dieses bürgerlich-konservative Lager hineinstrahlen kann. Und gerade dort in Salzburg gibt es ja so etwas wie so Schnittstellen zwischen Schwarz und Blau, dieses bürgerlich-national-konservative, konservative, christlich-konservative Lager. Und das, was sie gesagt hat, ne, dass also die ÖVP unter Umständen recht schnell katholisch werden kann, wenn das Wahlergebnis so ist, wie es sich abzeichnet, das dürfte stimmen. Ne? Also da tut sich schon was. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja in der Serie der bisherigen Landtagswahlen von Tirol, Niederösterreich, Kärnten drinnen. Ne? Und auch da hat es dieses Hausherrensterben, das Politische gegeben, dass also die Landeskaiser alle verlieren, ne? Allerdings sich alle behaupten können. Und das ist offenbar die Hoffnung auch vom Herrn Hasler, der sagt, ja, wenn er also 30%, das heißt aber, dass er 8-9% verliert, ne? Damit rechnet man schon automatisch, das ist ja auch eigenartig, dass man einen Verlust von tendenziell 10% als Auftrag versteht, weiter zu regieren. Ne? Aber so dürfte es halt ausgehen. Wie ist deine Einschätzung? Ich sage dazu, es gibt divergierende Umfragen. Wir haben zuletzt eine Umfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft gehabt, wo die FPÖ bei 28% liegen würde und die ÖVP bei 31%. Es gibt andere Umfragen, wo die ÖVP deutlicher über 30% ist und die FPÖ geringer wäre. Aber was wäre dein Eindruck von außen? Na, der Eindruck von außen, ich meine, der Eindruck von außen ist ja überall auch ein bisschen eingefärbt durch Umfragen und die dazu gelieferten Interpretationen, was ja selbst schon, will niemand einen Vorwurf machen, aber natürlich dann automatisch, kann man gar nicht verhindern, auch ein Eingreifen in die Wahldynamik ist. Ja, wir sagen jetzt alle, die Frau Swatzeck ist im Aufwind, wir wissen es zwar nicht, aber es setzt sich sozusagen als Haltung durch. Ja. Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja, also das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, das hat man gesehen, dass die alle Kandidaten eigentlich bei den Salzburger Landtagswahlen versuchen, vordergründig, zumindest medial, dort, wo es von mehr Leuten wahrgenommen wird, einen sehr gemessenen, maßvollen, auch sachlichen Wahlkampf zu führen. Es gab diese Diskussionen im Fernsehen und bei den Salzburger Nachrichten und so weiter. Da versucht jeder sehr... Bei uns übrigens am Mittwoch zu sehen. Ja, und die einzelnen Kandidaten waren ja jetzt auch schon immer wieder hier. Ja? Was man natürlich auch sieht, ist, dass das ein bisschen Schauspielerei ist, gerade bei der Frau Swatzeck, wenn man es hört, ich war ja nicht dabei, aber das schreiben ja alle durchaus auch nicht kritische Medien, dass dann im Hinterzimmer heißt, ja, dass sie erzählt, dass wenn man einen Kopf durchtraugt, dann kriegt man leichter den Mietzuschuss. Also wenn die ältere Frau Josefa quasi dorthin geht und sie ihr Kopftürkel umbindet und sagt, die heißt Fatima, das sind leichter, also so diese Fake-News-Schleudereien, nur um Hader zu streuen. Also das sozusagen das Plakat, auf der Plakatebene, auf der äußeren Ebene, versucht sie schauspielerisch zu
darzustellen, ich bin kein Kickl, ich bin kein Waldhäusl, aber in den Hinterzimmern und Kellern klingt es dann ein bisschen anders. Ja. Das muss man auch mal dazu sagen, aber vielleicht kommt sie damit durch. Und ja, wer dann, ob die ÖVP bei 33, 31, 34 landet, die FPÖ bei 25 oder 28, wir wissen es einfach nicht. Mhm. Es gibt nicht nur Umfragen, es gibt natürlich auch Wahlkampfveranstaltungen. Und die letzten paar Wahlkampfveranstaltungen von Marlene Schwarze gemeinsam mit Herbert Kickl waren sehr, sehr gut besucht. Also mir sagen Leute, die dort waren, dass es tatsächlich weit mehr Gäste angelockt hat, als zum Beispiel bei Wahlveranstaltungen vom Strache. Ist das eher so ein Gehen-wir-Kickl-Schauen-Phänomen oder schlägt sich da die Wut, die Sie haben es angesprochen, der Wähler, die man schon in Tirol, in Kärnten, in Niederösterreich gesehen hat, dann plötzlich auch an der Partizipation von solchen Wahlkampfveranstaltungen? Ja, ganz offenbar. Warum sollte denn die Wut verraucht sein? Ist eins von den Krisenproblemen, die wir haben, gelöst? Ist die Teuerung weg? Die Inflation? Haben wir die Russland-Sanktionen abgestellt? Ist die Corona-Geschichte wirklich aufgearbeitet? Ist ja nicht der Fall. Es ist offenbar bei den Wählern der gleiche Effekt wie eben bei den anderen Landtagswahlen, nach wie vor wählerwirksam oder motivationswirksam. Und es ist natürlich so, es ist sicher der Bundestrend, der in Salzburg auch eine wesentliche Rolle spielt. Also es ist schon dieses Umfragehoch, in dem die Kickl-FPÖ ist, ne, das die Leute da holt. Wobei die Frau Schwarzeck eben den zusätzlichen Drive hineinbringt, indem sie eben nicht die Leute verschreckt und dem sagt, also gerade ÖVP-Wechselwähler und so, FPÖ-ÖVP-Wechselwähler sagen, naja, die ist eh bürgerlich und tritt vernünftig aus, die können wir wollen. Ne. Aber dieser Zuspruch ist sicher dem geschuldet, dass eben natürlich der Verdruss der Leute nach wie vor vorhanden ist. Ne? Mhm. Dieser Verdruss der Menschen, das ist etwas, das man derzeit übrigens in halb Europa mitkriegt. Bei uns schlägt sich das sehr stark nieder gegen die etablierten Parteien, ÖVP und SPÖ. Wie verhält sich denn da von dem, was du beobachtest, Wilfried Haslauer, der versucht hat, sich zuletzt von den Blauen abzugrenzen, aber auch von der eigenen Partei? Er schlägt sich ganz gut. Ich meine, er hat ein paar Nachteile. Der erste Nachteil ist, er startet nicht wie Michel Leitner bei 50%, sondern eher schon bei 38% und wird von denen verlieren und ist auch ein bisschen alt. Also zumindest war das mein Eindruck bei den Fernsehdiskussionen, die ich gesehen habe, wo er halt nicht so ganz energetisch wirkt, wie man sich sozusagen einen Landeshauptmann vielleicht auch wünschen würde. Ja? Das sind seine Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass er sozusagen ausstrahlt, er kann es, er ist der Landesvater, bei ihm ist das in guter Hand, er ist seriös. Ja? Das muss man ja auch immer dazu sagen, wenn wir sagen, es gibt einen hohen Maß an Verdruss und eine Wut und Zorn in der Bevölkerung, der sich auch in Wahlenergebnissen niederschlägt und damit auch, sagen wir mal, in einer Art von Abrechnung mit dem, was man so Eliten und Establishment nennt, ja? Dann siehst du ja gleichzeitig auch bei Wahlergebnissen, dass vernünftige Establishments-Kandidaten natürlich immer noch eine satte Mehrheit haben, aber die relative Minderheit ist nicht klein. Ja? Mhm. Aber man soll ja jetzt nicht so tun, als gäbe es solche Wähler nicht. Sie sind die Mehrheit, die, sagen wir mal, Vernünftigkeit und Gemessenheit und Maßvolligkeit vorziehen. Ja? Und auf die kann natürlich Haslauer schon abzielen. Das ist ja jetzt nicht eine verschwindende kleine Minderheit, sondern es ist die Mehrheit. Von der wird er wahrscheinlich eben auch 34% bekommen. Andere wählen die Grünen, manche die Neos, manche wählen die Sozialdemokratie. Ja, aber er muss natürlich darauf abzielen, dass er von denen die Mehrheit bekommt. Von den Wutbürgern, Zornigen, Verdrossenen wirst du natürlich als amtierender Landeshauptmann eher wenig gewinnen. Das ist eh logisch. Na, ein bisschen drängt sich für mich der Vergleich mit Kärnten auf. Ne? Mhm. Haslauer ist sicher sowas wie ein Gentleman, ein Politischer, mhm. Das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Ähnlich wie Peter Kaiser, zwar als Sozialdemokrat, Badesen in den 60er Jahren, Badesen keine heurigen Hosen mehr, sondern eher Politiker von der reifen Seite. Und in Zeiten der Krise ist es normal kein Nachteil, wenn man einen gesetzten, reifen, seriösen Eindruck macht. Ne? Nur es ist die Wut
auf das Establishment, über das Versagen, das Establishment, ganz pauschal, das trifft Haslauer wahrscheinlich am wenigsten. Was ist ein Landeshauptmann an der Inflation ändern und. Ne? Also da kommt er wahrscheinlich unverschuldet, so wie auch Peter Kaiser, zum Handkuss. Ne? Nur das Phänomen, und deswegen komme ich auf Kaiser, der wurde jetzt vor den letzten Tagen angelobt und ist jetzt wieder Landeshauptmann. Die Wahlniederlage, die er erdulden musste und die wahrscheinlich Haslauer erdulden, wird irgendwie weggewischt und es ist, dann bleibt alles, wie es war. Ne? Und das ist für mich ein bisschen bedenklich und das wird den Politikverdruss weiter anheizen, dass die Leute sagen, jetzt haben wir eh gegen den gewählt und es bleibt trotzdem alles, wie es ist. Jetzt werden sie einwenden, es ist halt eine Mehrheit und die haben über 30% und was weiß ich, das stimmt alles. Ne? Aber es ist merkwürdig, dass die Wahlen eigentlich auf das reale politische Geschehen dann kaum eine Auswirkung haben. Gut, aber die FPÖ hat ja eigentlich in Kärnten kaum dazu gewonnen. Also naja, da kann man ja nicht das ableiten, jetzt dass die Bevölkerung... Ich habe nicht gesagt, dass die FPÖ jetzt sein muss. Nein, aber ich habe gesagt, überhaupt, die Etablierten verlieren dramatisch und man schafft es halt, dass alles bleibt, wie es war. Ne? Mhm. Ist das ein Problem, wenn man quasi dann trotzdem weiter regiert, trotz Wahlverlusten deiner Meinung nach? Weil an sich... In Niederösterreich, du hast das eh wiederholt angesprochen, hat halt die Landeshauptfrau und ihre Partei 40%. Das ist doch eine relativ starke relative Mehrheit, aber halt weit von der absoluten entfernt. In Kärnten um die 38%. Aber verärgert man die Menschen, wenn man da nicht andere Regierungsformen wählt, so wie der Andreas Mölzer glaubt? Ja, aber das ist ja dann ein Märchen oder das ist ja dann eine Art von Fake-Reality, in der die Leute leben, wenn sie es glauben, wir haben die Regierung abgewählt und 25% Parteien feiern sich als Sieger und tun so, als wären 40% Parteien Verlierer. Also ich meine, ich muss die nicht mögen. Ich mag die ÖVP in Niederösterreich nicht, aber sie hat 40%. Ja? Und die SPÖ in Kärnten mag ich mehr und sie hat auch 40% oder 39. Ja? Also das ist eine Realität, die sollte man nicht ganz ignorieren. Ja, Wiesig, es steht ja außer Zweifel. Das ist ja eh klar. Wir wissen schon, dass demokratische Mehrheit in den Landtagen dann entsprechend die Regierung will. Aber ich meine... Es geht ja mir nur darum, dass doch ein erheblicher Prozentsatz der am Ruder befindlichen Parteien verloren wird, ne? Und dass die Leute also anders wählen oder ein Teil der Leute und dann das Gefühl haben, es ändert sich nichts. Das eher die Befürchtung von mir, dass damit ein zusätzlicher Turbo für diese Politikverdrossenheit geschaffen wird. Ja, aber deswegen wäre es ja notwendig, dass man ein bisschen vernünftig darüber redet. Ich kann mich auch persönlich an Situationen erinnern, aber was weiß ich, wie war das 1966? Da hat die ÖVP 51% gemacht, die SPÖ hat wahrscheinlich 47% gemacht, ja, und trotzdem durfte die ÖVP mit absoluter Mehrheit regieren. So ist es nun mal in der Demokratie. Da haben Sie ja recht, nur diesen Mechanismus gibt es trotzdem. Wir können uns ja in Salzburg, und sozusagen das Abwählen funktioniert ja dann eher über Regierungskoalitionen. Und da stellt sich natürlich in Salzburg die Frage, ob die gegenwärtige Regierungskoalition aus ÖVP, Grünen und Neos abgewählt wird oder ob sie eine Mehrheit noch hat. Also ich würde es ja nicht als völlig es schaut in den Umfragen jetzt nicht so aus, aber es ist jetzt auch nicht so, sie sind jetzt auch nicht Lichtjahre entfernt von einer Mehrheit. Also natürlich könnten sie mit 34 und 9 und 9, mit 34 und 9 und 8% haben sie wieder eine Mehrheit für diese Regierungskonstellation. Wenn die Mehrheit haben, dann können sie weiter regieren, dann sind sie auch die Wahlgewinner bei einer Koalition, ob mir das gefällt oder nicht. Ja? Eine Koalition, die antritt und die Mehrheit der Mandate gewinnt, ist der Sieger dieser Wahl. Man kann dann sagen, jemand, der... Koalitionen werden nicht gewählt, Herr Misik. Ja. Werden Einzelparteien gewählt, nicht Koalitionen. Ja, aber letztendlich sind Wahlen natürlich Abstimmungen über die Zufriedenheit, über eine Regierungskoalition. Aber das heißt nicht, dass die gleiche Koalition, auch wenn sie jetzt ein bisschen verlieren würde, aber gerade noch 51% hat, dass die deswegen bestätigt ist und weiter regieren muss. Das müssen nicht, aber bestätigt ist sie. Sie können. Bestätigt ist sie dann. Die ÖVP und ihr Landeshauptmann haben jetzt ein bisschen so eine Art Landeshauptmann-Duell ausgerufen. Das erinnert ein bisschen an das, was früher die SPÖ in Wien gemacht hat. Michael Häupl hat gern so rot-blaue Duelle gemacht. Hilft dieses schwarz-blaue Duell jetzt der ÖVP, weil es ein bisschen so das Gefühl ist, oje,
da könnte es einen echten Change geben, also eine blaue Landeshauptfrau? Naja, das mag eine Strategie sein, wenn der Herausforderer jetzt ein fürchterlicher Rabauke wäre. Ne? Der Herausforderer ist aber eine durchaus zivilisierte, vernünftige junge Frau. Also glaube ich, dass dieser Mechanismus vielleicht nicht unbedingt so zieht, wie es in Wien, wo immer Strache gegen Häupl oder was weiß ich. Ne? Das ist die Frage. Und das müssen die ÖVP-Strategen beantworten. Ne? Nur, ich glaube schon, dass einerseits der Landeshauptmann profitieren wird von der Sorge der Menschen, dass in Zeiten der Krise ja keine Experimente. Auf der anderen Seite, dass ein gewisser Bereich der Bevölkerung ein Wunsch nach einem Wechsel da ist, ist auch klar. Ne? Das wird es also, wird beides gehen. Und ich meine, Hasler, die Argumente, also die FPÖ, die ist so schlimm wegen der Tonalität. Ne? Das ist sein Lieblingswort, die Tonalität. Ich meine, das ist lächerlich. Gell? Aber er ist geschickt, er lässt sich ja alle Optionen frei offen. Ne? Er sagt ja zu nichts, dass es nicht geht, ne? Zu keiner Variante. Mhm. Über die Koalitionen reden wir nachher eh noch, aber ich würde gerne auf eine andere Oppositionspartei kommen. Es gibt ja nicht nur die Freiheitlichen in Salzburg, nämlich die Sozialdemokraten, die vor gar nicht allzu langer Zeit in Salzburg sogar die Landeshauptfrau gestellt haben. Die scheinen da eigentlich keine große Rolle zu spielen. Was läuft denn da schief? Weil der David Egger, der Spitzenkandidat der SPÖ und der Salzburger SPÖ-Chef, wurde ja lange Zeit vor allem vom Team Doskozil doch als Zukunftshoffnung dargestellt. Ja, vielleicht ist er das ja auch, wir wissen es ja nicht. Also die Wahlen sind vor uns und natürlich, also wenn man sich ein bisschen anschaut, auch die Body Language, das, was die Kandidaten repräsentieren wollen, dann ist David Egger jetzt vielleicht nicht der absolute Repräsentant einer bürgerlich signierten städtischen Sozialdemokratie von Salzburg-Stadt, sondern eher auch von der Art und Weise, wie er redet und wie er auftritt, von Salzburg-Land. Ja? Und ob ihm das nützt oder schadet, werden wir am Ende sehen. Ja? Vielleicht schneidet er ja besser ab, als heute alle glauben. Ja? Oder das heißt, alle glauben, man hat die SPÖ also bei den Umfragen circa bei 20%. Das wäre also ungefähr das, was Ergebnis, das sie seinerzeit hatten. Wir wissen nicht, wie da 3%, 2%, 4% zulegen oder 3% verlieren, das wissen wir alles nicht. Also jetzt zu analysieren, warum man nicht so gut funktionieren würde, wo wir es einfach nicht wissen, es ist ja durchaus auch, ich meine, diese Umfragen sind volatil, es wird ja auch, und das ist ein bisschen zum Nachteil von David Egger, jetzt ein bisschen so getan, es gibt ein Duell von Zwarzeck gegen Haslauer und wir wissen aber überhaupt nicht, ob nicht die SPÖ und die FPÖ am Ende bei 24-25% ziemlich gleich liegen werden. Ja? Also das ist ja alles ein bisschen so eine Fantasie, die unsere Debatten einfärbt, obwohl wir nicht mehr wissen, wie es ausschaut. Das ist übrigens das, was die ÖVP jahrelang über diese rot-blauen Duelle in Wien immer gesagt hat. Das sage ich jetzt fairnesshalber dazu. Andreas Mölzer, von außen betrachtet geht man unfair mit David Egger um und wird er die große Überraschung des Wahlabends werden? Nein, das hoffe ich nicht. Ne? Aber es ist schon möglich. Ich meine, er hat sicher das Problem, dass dieser richtungsstreitende SPÖ für ihn natürlich jetzt zur Unzeit stattfindet. Ne? Ich will nicht sagen, dass ihm das dramatisch schadet, aber nutzen tut es ihm sicher nicht. Ne? Es ist ein bisschen ein Test für das Team Doskozil natürlich, wie er abschneidet, weil er ja da klar zugeordnet ist. Also das ist schon spannend. Ne? Wird auch vielleicht auf den Ausgang dieser Befragung, Mitgliederbefragung und dann des Parteitags einen gewissen Einfluss haben, ich weiß es nicht. Ne? Aber es ist halt, wie soll man sagen, den Egger hat halt auch vor geraumer Zeit noch keiner gekannt. Ne? Und wie Sie sagen, Herr Misik, ich meine, vielleicht ist er bei den Salzburg-Landleuten, ne, im Gegensatz zu den Stoderern, wie es so schön heißt in Salzburg, dass er da gut ankommt. Man wird sehen, ich weiß es nicht. Das wäre das Dornauer-Phänomen gewesen in Tirol. Tatsächlich der Dornauer in den ländlicheren Regionen besser abgeschnitten, in der Stadt sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Aber man wird das sehen. In der Stadt, zumindest wenn man den Umfragen traut, spielt offenbar auch die KPÖ und der Kandidat Kai-Michael Dankl eine Rolle, der sich dem Thema Wohnen oder leistbaren Wohnen verschrieben hat. Wenn der KPÖ-Kandidat tatsächlich so punktet, zeigt es nicht da auch jenseits von Umfragen, dass die Sozialdemokratie ein Problem hat? Weil normalerweise müsste man ja annehmen, dass das ein Thema ist, dass die Sozialdemokratie gut besetzt, leistbares Wohnen. Also ein paar Sachen dazu. Das erste nochmal zum Vorhergehenden, auf das zurückkommen, was du auch in deiner Überleitung gesagt hast. Ja, es zeigt uns natürlich auch all das, dass eine Sozialdemokratie, die sagt, na, in den Städten müssen wir uns
uns nicht drum kümmern, die haben wir sowieso. Mhm. Wir müssen jetzt sozusagen quasi die Konservativen oder im Sinne von lebenskulturell konventionelleren Wählern vom Land abholen, dass du da ganz schön ein Problem bekommen hast, weil die Wahlsiege landest du am Ende zumindest zu einem erheblichen Teil auch in der Stadt. Es ist beides wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist, dass du in der Stadt deutlich einen Vorsprung hast. Ja? Das ist natürlich grundsätzlich ein strategisches Problem für den oder eine strategische Herausforderung für eine Sozialdemokratie, und wer das nicht erkennt, der liegt falsch. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, was die KPÖ betrifft, natürlich beeinflusst im Allgemeinen jetzt mit der Debatte innerhalb der Sozialdemokratie, weil wir natürlich auch sehen, dass eine Sozialdemokratie auch diese Protestpotenziale, dieses was in ihrer DNA dazugehört immer, ja, Protestpartei und Oppositionspartei gegen kritikwürdige herrschende Zustände zu sein. Ja? Wenn du das aufgibst, aus welchen Gründen auch immer, weil du lang regierst oder weil du Teil des Spiels bist oder so weiter, oder weil du die falschen Kandidaten hast, was auch immer, dann kriegst du da natürlich ein Problem und machst du etwas auf, vielleicht gar nicht in Richtung von Linksparteien, aber auch in Richtung von Nichtwählern und Nichtwählerinnen, die unzufrieden sind mit den herrschenden Zuständen, die nicht eine rechte Protestpartei wählen wollen, aber auch keine andere Protestpartei haben. Ja? Ist ja kein Zufall, dass wir sozusagen zwischen 20-40% Leute haben, die nicht wählen gehen, ja? Je nach wo da eine Wahlebene stattfindet. Ja? Also insofern gibt es natürlich einen Aufschluss auch für das, wohin eine Sozialdemokratie muss. Dritter Punkt ist natürlich, es ist immer auch ein bisschen lokal, und dass die KPÖ in Salzburg so gut dasteht, das hat mit den lokalen Verhältnissen zu tun, das hat damit zu tun, dass sie dort einen Kandidaten haben wie Kai-Michael Dankl, der jetzt überhaupt nicht ausstrahlt, so irgendwie eine vergangenheitsorientierte, stalinistische Apparatschik-KPÖ, der kommt ja auch von den Grünen, er ist ein unglaublich auch vernünftig auftretender junger Mann, ein bisschen kultivierter fast dieses Lieblingsschwiegersohn der Republik, was wir aus anderen Bereichen auch kennen, jetzt als Kommunist. Das ist natürlich auch alles etwas, was ihm nützt, und dadurch ist er ja in den Gemeinderat eingezogen, da haben es glaube ich 4-5% gehabt seinerzeit, vielleicht sogar mehr, und liegen jetzt eben auch in der Landtagswahlumfrage bei 5%. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter über allfällige Koalitionen in Salzburg, über die Koalition im Bund und ob wir da Richtung Neuwahlen zusteuern und die Aufregung über Lesungen von Drag Queens in Wien, was es damit auf sich hat, erfahren Sie gleich, bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Duell Andreas Mölzer gegen Robert Miesig. Und wir haben ja schon über die Salzburger Landtagswahl, die am Sonntag stattfindet, im ersten Teil geredet. Eine Frage, die sich jetzt natürlich viele stellen, ist, wie könnte es dort weitergehen? Sie haben schon anklingen lassen im ersten Teil, wenn es starke Umwälzungen geben würde, sind Sie der Meinung, eigentlich sollte sich das auch in der Regierung widerspiegeln. Was wäre denn in Salzburg tatsächlich Ihrer Meinung nach realistisch? Naja, meines Erachtens ist interessant, dass eigentlich alle beiden größeren Parteien, also ÖVP und SPÖ, sich einer Kooperation mit der FPÖ nicht prinzipiell verschließen. Es ist also theoretisch beides möglich. Und wäre natürlich jetzt aus der freiheitlichen Sicht oder aus der Sicht der Freiheitlichen Bundespartei oder Herbert Kickels beides eine sehr positive Situation. Ne? Einerseits, wenn sie die Geschichte von Niederösterreich fortsetzen würde, indem also Haslauer mehr oder weniger gezwungenermaßen fast mit der FPÖ koalieren müsste, weil das rechnerisch als einzige Zweierkoalition ausginge, wäre das eine Bestätigung dieses Kurses, würde natürlich gewertet werden hin auf die kommenden Nationalratswahlen als eine weitere Weichenstellung. Ne? Mhm. Aber auch die andere Variation, wenn sich eine FPÖ-SPÖ-Koalition ausginge, wäre natürlich jetzt aus der bundespolitischen Sicht ein Dammbruch. Ne? Ob es wirklich realistisch ist, ist eine andere Frage, weil da kommen ja aus der SPÖ vielerlei Faktoren dazu, die das verhindern können. Und das muss sich erst einmal mathematisch ausgehen. Sowieso. Ja. Ne? Das ist einmal das eine. Aber auch das wäre natürlich eine hervorragende strategische Situation für Kickl und die Bundes-FPÖ, weil es auch da ein Dammbruch wäre. Ne? Also die FPÖ kann, wenn das einigermaßen so stimmt, was in den Umfragen prognostiziert wird, kann die FPÖ dabei nicht verlieren. Ne?
Und sogar wenn alle sich vereinen würden und eine Koalition gegen sie bilden, auch wenn die also sehr stark dazugewonnen haben, ist sie natürlich in einer überaus komfortablen Situation, weil das natürlich zusätzliche Sympathien in der Bevölkerung schaffen würde. Jetzt kenne ich mich nicht mehr ganz aus, was die Linie der Salzburger SPÖ ist bezüglich einer Koalition mit der FPÖ. Am Anfang hat der David Egger tatsächlich, das war auch durchaus bei mir im Studio, gesagt, ja, er schließt gar keine Koalition aus und würde das auch im Bund empfehlen, keine Koalitionsform mehr auszuschließen. Zuletzt hat es dann wieder geheißen, nein, doch keine Koalition mit der FPÖ. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, das Licht im Dunkel ergibt sich aus dem Zeitverlauf, glaube ich. Also über was anderes kann ich jetzt auch nicht sehen. Wenn das Letzte, was David Egger in den letzten, oder die SPÖ Salzburg, das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht nur eine persönliche Kommunikation von David Egger, sondern das macht ja die Partei auf allen Kanälen, eine Koalition mit der FPÖ ausschließt, dann ist die Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen. Weil das ist das, was sie in den letzten Wochen sagen. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist ja relativ logisch. Man ja will, dass eine Sozialdemokratie stark wird und dass sie die Haltungen der Sozialdemokratie, die man ja Gott sei Dank jetzt auch ein bisschen intensiver durch den Wettbewerb der Kandidaten für die Vorsitzwahl auch diskutiert, nämlich die Haltungen als Vertreter der ganz einfachen Leute und Schutzwach der Schwächsten zu sein. Wer das stärken will, muss die Sozialdemokratie wählen und am besten sie hat 30 oder 35%. Ja? Dann wird es vielleicht Koalitionen verschiedenster Natur geben. So wie jetzt die Umfragen ausschauen, ist es ja relativ klar. Ja? Also Herr Hasler wird weiter Landeshauptmann sein, wenn es so ausgeht. Kämpft er gegen die FPÖ wegen der Tonalität, so wie das die Frau Mikl-Leitner getan hat. Und am Ende wird er dann mit der FPÖ koalieren und wird vielleicht sogar sagen, irgendwelche bösen Sozis haben mich dazu gezwungen. Ich wollte ja gar nicht, so wie das die Frau Mikl-Leitner in Niederösterreich getan hat. Also das sind ja alles Schmähs. Sieht ja jeder, da soll man sich, glaube ich, auch nicht wirklich ins Boxhorn jagen lassen. Am Ende wird die SPÖ nicht mit der FPÖ koalieren und am Ende wird ja die ÖVP mit der FPÖ koalieren, wie überall anders der Fall ist. Also wenn man den derzeitigen Umfragen glaubt, und ich kann das nicht beurteilen, dann gäbe es gar keine rot-blaue Mehrheit zurzeit. Das ist richtig. Manche Umfragen haben so 25, 25. Ja, wenn, dann wäre es knapp auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall, also die letzten publizierten Umfragen sehen das eigentlich nicht. Andreas Mölzer, ich möchte jetzt auf die Bundeskoalition kommen, die zuletzt etwas brüchig gewirkt hat. Jetzt gibt es Neuwahlspekulationen. Ich sage dazu, die ÖVP sagt, das stimmt nicht. Aber den Eindruck einer harmonischen Koalition machen Schwarz und Grün schon länger nicht mehr. Na, das walte Gott. Es ist ja wirklich so, dass auch die Grünen sagen, ja, auch die Frau Zadic, die jetzt am vergangenen Sonntag, glaube ich, war das, die ÖVP massiv angegriffen hat wegen dieser Bundesstaatsanwaltschaftsgeschichte. Aber sie sagt natürlich auch, nein, wir arbeiten weiter, wir arbeiten zu Ende. Aber auch das ist ja eine gefährliche Drohung. Ne? Weil unter diesen Umständen weiterzuarbeiten, heißt ja nur die gegenseitige Blockade, das gegenseitige Verhindern, dem Koalitionspartner keinerlei Erfolg gönnen. Weder die Grünen werden was durchsetzen, die ÖVP womöglich auch nicht, obwohl sie der deutlich stärkere Partner in der Koalition ist. Das heißt, wenn man jetzt wirklich 1,5 Jahre, das heißt ein Drittel der Legislaturperiode, die völlige Blockade haben, dann stellt sich wirklich die Frage, ob das nicht gescheiter wäre, vorher zu wählen. Und das Interessante ist ja das, vorgezogene Neuwahlen waren immer sehr unpopulär in Österreich. Wer vorzeitige Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat, wurde meistens bestraft. Ne? Jetzt höre ich, dass die Umfragen sagen, dass also das bei den Österreichern durchaus populär ist. Es hat schon 2017 nicht mehr gestimmt, weil Sebastian Kurz hat damals die Neuwahl ausgelöst und hat gewonnen. 2002 hat es übrigens auch nicht gestimmt. Aber früher hat es geheißen. Mal stimmt es, aber es war immer falsch. Weil die Antwort ist, mal stimmt es nicht. Und das hängt sehr von den Umständen ab. Wie du aufstehst, aber ein Punkt, den der Andreas Mölzer da gebracht hat, den bemerken halt schon viele. Das liegt vielleicht auch daran, dass früher die Legislaturperioden 4 Jahre waren, dann wurde es auf 5 Jahre ausgedehnt.
erwähnt, aber man hat wirklich ein bisschen den Eindruck, dass da man wechselseitig einander auflauert und keinem zu viel gönnen will, weil man schon die nächste Nationalratswahl, die planmäßig halt in 1,5 Jahren wäre, vielleicht wird sie dann tatsächlich früher sein, wie viel früher weiß man halt noch nicht, auflauert. Ist das für ein Staat, für ein Land in der jetzigen multiplen Krisensituation ideal? Ja, ideal ist mir gar nichts klar. Übrigens, weil du darauf hingewiesen hast, wenn ich mich recht erinnere, hat man, glaube ich, im Jahr 2006 oder 2007 die 5-jährige Legislaturperiode eingeführt und seither hat es sie nie gegeben. Genau. Ja, also möglicherweise hat man es einmal 5 Jahre geschafft, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ja? Was auch sehr witzig ist. Ja? Mhm. Also das hätte man sich gleich sparen können. Genau. Die 4 Jahre haben sie nämlich lustigerweise geschafft. Die 4 Jahre haben sie natürlich gelegentlich geschafft, oft aber auch nicht. Ja? Natürlich sind wir jetzt in einer Situation, wo aufgrund der gesamten Geschichte und der Gegenwart, also wir haben einerseits Polarisierung, die stärker ist, als es früher war, wir haben aber andererseits auch die Krisen durch diese Skandalgeschichten der ÖVP und die ÖVP-FPÖ-Regierung, die im Skandal zerbrochen ist. Dadurch hast du natürlich einerseits mehr Hader in der Politik und du hast eine Regierung, die sich zusammengetan hat, so quasi, weil es keine andere gegeben hat, beziehungsweise hätte auch keine andere gegeben, wo es weniger Hader gegeben hat, hätte. Ja, das muss man ja leider dazu sagen. Ja? Also ein bisschen ist das auch sozusagen eine Krankheit unseres Landes generell, dass wir schon länger keine Regierungen gehabt haben, wo man sagen könnte, da gibt es wenig Polarisierung, wenig Hader, da gibt es sozusagen in einem gemeinsamen Geist ein vernünftiges Regieren gemeinsam. Ja, bis zu den 2015, 2017? Naja, bitte, also 2017, von maßvoll und vernünftig ist, war der Gegner. Ja, bis zu den permanenten Einzelfällen der FPÖ war das ein Jahr lang tatsächlich sehr harmonisch. Also wer wünscht sich sowas zurück? Wer wünscht sich sozusagen vielleicht die österreichischen Wähler. Wer wünscht sich eine Ibiza-Koalition zurück? Ja, vielleicht sind sie so vergesslich, dass sie sich die Ibiza-Koalition als Strache und Kurz zurückwünschen. Aber wir sehen ja auch, was da geschehen ist. Was da geschehen ist an hinten herum Dreherei und an Beschädigung unseres politischen Systems und auch der politischen Kultur, sodass jetzt bis heute die Staatsanwaltschaften damit befasst sind. Ja, das kann sich ja keiner zurückwünschen. Aber um auf das zurückzukommen, ja, natürlich sind wir in einer Situation, wo wir eine Koalition haben, die sich gegenseitig blockiert und sich gegenseitig nur mehr belauert. Mhm. Auf der anderen Seite, ich sage das jetzt als Beobachter, das heißt jetzt nicht, dass ich mir nicht Neuwahlen wünsche. Ja, klar, kann man gern machen. Ja. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass dann etwas rauskommt, wo es weniger Hader gibt oder wo es leichter geht oder wo an einem Strang gezogen ist, ist ja jetzt sozusagen nicht ganz, natürlich ist es möglich, aber es ist nicht sicher, dass das rauskommt, eh klar. Ja, also verstehen das richtig, dass Sie Wahlen, Sie sind nur für Wahlen, wenn das Ergebnis rauskommt, das Ihnen politisch kontrolliert? Nein, Sie verstehen das wieder mal nicht richtig. Ah, ja, gut, ja. Okay. Also wie das Sie sind schon für Wahlen. Wie offensichtlich das zur DNA der FPÖ gehört, das absichtliche Missverstehen, das wissen wir eh alle. Aber die DNA der FPÖ, das hat man das letzte Mal wie ein anderer gesagt, dass ich nicht zur DNA der FPÖ passe. Aber wie auch der immer. Hieß aber Herbert Kickl, soweit ich mich erinnern kann. Nein, der Generalsekretär. Der Generalsekretär, aber das war wahrscheinlich im Auftrag. Wie auch immer. Auf jeden Fall, schauen Sie, für Wahlen muss man als Demokrat prinzipiell sein, auch wenn man Gefahr läuft, dass das Ergebnis nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Aber er hat ja gesagt, dass er sympathisiert. Aber da sind wir uns ja einig, oder? Sie sind noch im Modus des absichtlichen. Ich frage nach, da sind wir uns ja einig, ne? Ja, natürlich, aber wir haben eine 5-jährige Legislaturperiode, ja, und genau. Ob man früher wollen will oder nicht, das ist eine andere Frage. Sie recht. Das ist natürlich die Frage, Entschuldigung, die Leute, die Menschen, die gelernten Österreicher werden sich natürlich denken, jetzt haben wir eine Wahl, dann gibt es eine Regierungsbildung, bis alles läuft, ein halbes Jahr. Und dann, 1,5 Jahre vor dem Wahltermin, ist schon wieder alles zerbrochen und nur mehr gegeneinander. Das heißt, die Leute werden sich fragen, ja, wann arbeiten die überhaupt für die Regierung? Ne? Weil das, was jetzt läuft, ist ja nur mehr parteipolitisches Kalkül. Also das ist natürlich für das Gemeinwesen, für die Respublika denkbar schlecht. Ne? Mhm. Aber Sie mögen recht haben, dass das halt einfach in der Natur unserer Demokratie liegt und fast schwer vermeidbar ist. Also nur sehr schwer vermeidbar ist. Und wir haben es ja bei den alten großen Koalitionen, bei den Rot-Schwarzen, Schwarz-Roten, immer so gehabt. Mhm. Ne? Bedauerlicherweise. Mhm. Jo. Gab es auch andere Phasen, aber gut. Ja. Ich würde nur da gern, weil ich komme dann auch auf den Robert, aber gehen wir nicht darauf ein, was nach der nächsten Wahl sein könnte. Wie könnte eine Koalition derzeit eigentlich
glaubwürdig eine Neuwahl ausrufen, also das Ganze aufkündigen, weil der Punkt ist schon valide. Man hat immer gesehen, wenn die Koalition einen glaubwürdigen Grund gehabt hat, 2017 haben die Parteien, die es aufgelöst haben, dazu gewonnen, wenn man einfach nur als Molterer gesagt hat, das reicht, ist es schiefgegangen. Ich meine, ich glaube, das ist aber das geringste Problem der Regierenden, weil jeder in Österreich wird das glaubwürdig finden, wenn die sagen, es geht nicht mehr mit den Grünen, wenn die ÖVP das sagt, oder wenn die Grünen sagen, es geht nicht mehr mit der ÖVP. Das war ja die Frage. Es ist so evident. Sie glauben, das ist leicht. Ich glaube, es ist so evident, so klar sichtbar, dass man sagt, wir schaden dem Land, wenn wir anderthalb Jahre nur gegeneinander arbeiten in der Regierung. Ich glaube, das würden die Menschen verstehen. Mhm. Hat das was für sich, dass man so ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende und dass beide Parteien da gemeinsam sagen könnten, wir finden nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner und wir wollen jetzt... Nein. Nein, das hat nichts für sich, glaube ich. Weil sozusagen, das würde, selbst wenn die Menschen es selbst finden, wenn sie zwei Parteien hinstellen und sagen, wir kennen nicht mehr, dann wird es ihnen sicher nicht nützen. Ja? Und wenn eine Partei wegen einem minimalen oder nebigen Grund sagt, naja, jetzt will ich nicht mehr, wird es ihr sicher nicht nützen. Also sie braucht dann schon einen verkaufbaren Grund, der in den Augen der Menschen gut verkaufbar ist. Und es muss ein aktueller sein. Es kann nicht sagen, jetzt habe ich 5 Jahre gelitten und das waren die Beispiele, wo ich gelitten habe und deswegen tue ich jetzt, weil das Fass am Überlaufen ist. Also so, das kann sehr ins Auge gehen. Du brauchst einen klaren Grund, der mag zu finden sein, weil man sich bei etwas, was essentiell ist, nicht mehr einigen kann. Das, was jetzt so am Tisch liegt vom Generalbundesanwalt oder Bundesstaatsanwalt, Entschuldigung, bis zum Klimaschutz, Schutzgesetz, alles so Dinge, wo es ums Kleingedruckte geht, wo die Leute sagen, das wird schwierig. Mhm. Ja. Jetzt hat mir ein ÖVP-Stratege im Off gesagt, wir wären, mit wir ist die ÖVP gemeint, eigentlich Selbstmörder, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt in eine Neuwahl gehen würden. Hat das nicht auch was für sich? Wenn man die Umfragen der Aktuellen betrachtet, ist das richtig. Auf der anderen Seite stellt sich die große Frage, wird es besser, ne, innerhalb des nächsten Jahres? Und dann gibt es natürlich auch die, was heißt Lehrmeinung, die taktische Ansicht, dass man jetzt in der Schwächephase der SPÖ wählt, von ÖVP-Sicht her gesehen. Ich glaube auch nicht, dass das sehr sinnvoll wäre, aber es gab diese Erwägungen. Ne? Also gesagt, jetzt schwächelt die SPÖ so massiv, jetzt wollen wir noch im Herbst oder so. Ich glaube übrigens, dass es auch zwischen ÖVP und FPÖ und Grünen einen Unterschied gibt. Einfach deswegen, weil die eine ist groß und die andere ist klein. Die eine ist eine Volkspartei, die sozusagen eine Mehrheit immer im Auge haben muss, sei die 36% sein, 38, 33 Mal, aber eine große Mehrheit der Bevölkerung, während die Grünen doch ein Segmentpartei sind. Ja? Also selbst wenn die große Mehrheit, die Grünen brechen die Koalition wegen einem für sie wichtigen Thema. Mhm. Und die große Mehrheit der Bevölkerung ist der Meinung, das ist verantwortungslos, reicht es immer noch, wenn 16% ihrer potenziellen Anhänger finden, das ist eine richtige Entscheidung, weil 16% ist mehr, als sie jetzt in den Umfragen haben. Das ist richtig, aber ich möchte noch auf einen anderen ÖVP-Strategen kommen, der mir quasi, weil es gibt in allen Parteien ja divergierende Lager, und der hat mir gesagt, nein, die ÖVP könnte sogar was erreichen mit einer Neuwahl, nämlich wenn sie sich ganz klar jetzt abgrenzt von den Grünen und welches Thema auch immer, das wurde mir nicht verraten, das zum Beispiel nehmen würde und so versuchen würde, wieder FPÖ-Wähler anzusprechen. Das war ja die Rede an die Nation des Herrn Nehammer. Ne? Eine Nehammer-Mara-Strategie, um der FPÖ ein bisschen was wegzunehmen, um ein bisschen das eigene hart konservative Kernklientel für sich zu gewinnen. Ja, dann stellt sich halt die Frage, ob man mit so einem harten Rechtskurs im Augenblick ohne einer charismatischen Figur über 50% erlangt, weil das ist dann auch ein bisschen entscheidend. Ja, und Herr Wissing, ob die Leute das noch einmal glauben. Wenn ich sozusagen dann zwar als ÖVP ein bisschen dazu gewinne, aber ÖVP und FPÖ haben dann in Summe 46% und eine Ampel hat 48%, dann habe ich nicht so viel gewonnen, weil dann bin ich in Opposition.
Gut, ob eine Ampel auf 48% kommt, ja, darauf kommen sind wir noch. Sie sind Umfragen in der Nähe. Wir kommen jetzt in der Nähe. Ja? Und wir das ist kommen nicht der beste im Moment. Letzten Teil noch. Nein, auf die SPÖ. Darf ich nur was ergänzen? Ja. Ich meine, interessant ist die Geschichte, die Sie in Bezug auf die Grünen gesagt haben, ohne jetzt eine Strategie für die Grünen spielen zu wollen. Aber das ist natürlich schon für die Grünen eine Möglichkeit, dass man sagt, jetzt wo die SPÖ schwächelt, weil die Linkswähler sind auch kommunizierende Gefäße, jetzt kommen die Leute oder wählen uns stärker, ne? Und die SPÖ schwächer. Das wäre auch eine Variante, die also im Spiel der Linken, des linken Spektrums insgesamt interessant werden. Ich möchte, bevor wir in eine Werbepause gehen, noch kurz das Thema Drag Queen ansprechen. Nicht, weil ich back in den 70er Jahren oder 80er Jahren bin, sondern weil es große Aufregung gegeben hat gestern. Eine Drag Queen hat vor kleinen Kindern, also ich glaube Vierjährigen, aus einem Kinderbuch vorgelesen. Das war eine Veranstaltung, wo die Eltern entschieden haben, welche Kinder hingehen, von Eltern begleitet. Da haben neben den rechtsextremen Identitären auch die FPÖler in Wien und auch irgendwelche katholischen Kreise. Und Entschuldigung, und sehr... Sie fragen den Falschen, Frau Danischer. Ich habe 6 Kinder. Die sind inzwischen allerdings schon aus dem Kindergartenalter entwachsen und 3 Enkel. Ich würde mich mit allen Kräften dagegen verwehren, dass die bei so einer als Kleinkinder an so einer Veranstaltung teilnehmen müssen. Von mir aus soll sich jeder verkleiden und schminken und Perücken tragen und Kunstbusen und was weiß ich. Ist mir wirklich wurscht. Nur gegenüber meinen Kindern, meinen Enkeln würde ich es mir verwehren. Aber es wäre Ihnen egal, wenn Ihr Nachbar zum Beispiel der Meinung ist, ich will aber, dass wenn er so deppert ist, soll er. Ne? Robert? Naja, Aufregung gab es, glaube ich, insbesondere auch, weil die FPÖ und die Neonazis und die Hardcore-Frömmler, wie man das nennen mag, da dagegen demonstriert haben. Und es gab ja auch sozusagen sofort Anzeigen wegen Wiederbetätigung. Also es waren alle Nazis des Landes zusammen. Und der Skandal ist eher, dass die FPÖ mit denen demonstriert. Fürchte, übrigens es gibt auch Teile mehr, weil es waren nur 200 Menschen auf dieser Demo. Aber ja, es waren zwar, ja gut, aber sozusagen der harte Kern hat sich, es war 7 Uhr früh, wo es begonnen hat oder so irgendwie. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, das ist das, worüber man sich aufregen sollte und sagen, was ist da eigentlich los? Die andere Geschichte ist, dass ein Mann, der Frauenkleider trägt, Kindern eine Geschichte vorgelesen hat, noch dazu, das wird ja dann immer gesagt, da ging es um irgendwelche sexualisierte Geschichte. War ja harmlos. Das war ein Märchen, eines war, glaube ich, davon, dass ein Junge eine wie Meerjungfrau toll findet. Ja? Das liest man oft, wer dort hingehen will um 9 Uhr früh mit seinen Kindern am Sonntag soll das tun, wären wahrscheinlich nicht so viele gewesen, würde ich auch mal vorhersagen. Die Aufregung ist völlig absurd. Man muss auch dazu sagen, es gibt oft so, dass Männer mit langen Kleidern Kindern Geschichten erzählen. Das ist ja sozusagen in der Kirche auch so. Muss ich auch nicht dafür sein, kann ich dafür sein? Die sind manchmal sogar gewalttätiger, da wird wer angenagelt. Nur, ich käme doch nicht auf die Idee, dass ich dort dagegen demonstriere. Ja, ich käme aber auch nicht auf die Idee, unbedingt eine Kindergartenveranstaltung als Transvestit abzuhalten. Leben und leben lassen. Leben und leben lassen, das ist sozusagen, glaube ich, eine gute Strategie in unserer Gesellschaft. Übrigens auch, das Absurdeste ist ja, dass da waren ein paar so Corona-Narren auch dabei, die da nur Freiheit geschrien haben. Das muss man sich erst mal von den Augen... Das ist ja überhaupt das Absurde. Sie demonstrieren dafür, dass etwas verboten wird und schreien Freiheit. Also manche Leute sind einfach verwirrt. Gut, wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause, um Sie nicht zu verwirren. Und gleichzeitig werden wir dann nach der Werbepause über die SPÖ weiterreden. Und das ist dann vielleicht etwas verwirrend, aber bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem heutigen Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Und nachdem wir über die Salzburg-Wahl geredet haben und die Koalitionen dort und die Bundeskoalition und mögliche Neuwahlen, kommen wir jetzt zur SPÖ. Und bei der SPÖ hat man immer noch den Eindruck,
dass man nicht so recht weiß, wie das Ganze dort weitergeht. Wir haben diese drei Favoriten, das ist jetzt auch hochoffiziell. Es gibt nur drei Kandidaten, Pamela Rendi-Wagner, die amtierende Parteichefin, der diese ganze Mitgliederbefragung gefordert hat, der burgenländische Landeschef Hans-Peter Doskozil und der Bürgermeister von Dreiskirchen, Andreas Babler, den du, glaube ich, als einfaches Parteimitglied auch unterstützt. Warum eigentlich? Weil ich unter den jetzigen Bedingungen bei dieser Auswahl der Kandidaten, das muss man ja auch dazu sagen, für den bestgeeigneten Kandidaten heute ja auch am meisten das repräsentiert, was die Sozialdemokratie in Zukunft auch wieder stärker repräsentieren muss. Diese Auseinandersetzung, diese Debatte hat man eh schon seit langem, aber sie ist dann auch immer in so einem Fall dann auch mit Personen verbunden. Nämlich, wie kann man glaubhaft verkörpern, auch eine Sozialdemokratie ganz normalen, einfachen Leute zu sein, auch Stimme derer zu sein, die sich bisher das Gefühl haben, ja, sie kommen gar nicht vor. Ja? Und gleichzeitig aber auch dann das Herz der Partei oder das Zentrum der Partei wieder auch vereinen zu können. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Ja? Also verschiedene Aspekte sprechen aus meiner Sicht für Andreas Babler. Das spricht jetzt nicht unbedingt gegen die anderen Kandidaten. Das ist eine sozusagen relative Entscheidung, wem traue ich das am besten zu, das hier zu sein. Das ist jetzt meine persönliche Entscheidung. Ansonsten, weil du ansprichst, dass es undurchsichtig ist, ja natürlich ist es undurchsichtig. Solange man nicht weiß, wie es ausgegangen ist, wird es undurchsichtig bleiben. Aber es das gibt doch keinen jetzt so klaren Favoriten, nein, wie man am Anfang geglaubt hat. Nein, ich weiß auch gar nicht, ob man das am Anfang so geglaubt hat. Es ist beim jetzigen Stand der Dinge, es verändert sich atmosphärisch ein bisschen gelegentlich, aber auch nicht so dramatisch. Ich glaube, das, was ich auch schon vor 2 Wochen gesagt habe, weiß nicht genau, was ich genau vor 2 Wochen gesagt habe, aber circa werde ich das gesagt haben, dass man es nicht weiß und dass es mehr oder weniger klar ist oder sozusagen mehr oder weniger so erscheint, dass alle drei es gewinnen können. Das hat sich nicht verändert. Vielleicht war ich am Anfang ein bisschen, habe ich den Eindruck gehabt, dass es schon auf einen klaren Zweikampf Babler-Doskozil zulaufen wird im Laufe der Zeit. Ich sehe das im Moment nicht einmal ganz sicher so. Es kann so sein, aber es kann sogar auch sein, dass Pamela Rendi-Wagner in dem Spiel zurückkommt. Nicht sozusagen ihre Unterstützer sind sicher die Leiseren, aber vielleicht sind die Leiseren auch nicht wenig. Also man weiß es einfach. Ja, die Wiener SPÖ zum Beispiel. Ne? Ja, das Kampfgruppen, so, wo man befiehlt, alle stimmen so ab, das gibt es lange nicht mehr. Nicht mal in der Wiener SPÖ wissen die Funktionäre, wie wird die Parteimitgliedschaft am Ende abstimmen. Ist ja, ich meine, wir leben im Jahr 2023. Wer hatten die, wie sagen wir, Transmissionsriemen als, weiß ich nicht, Bezirksparteisekretär seinen Mitgliedern noch zu befehlen, wie sie abzustimmen haben? Das ist ja lang vorbei. Wir leben ja nicht mehr in den 30er Jahren. Das macht es ja auch tatsächlich offensichtlich sogar für die diversen Landesgruppen unübersichtlich. Da haben ja Rote nämlich gesagt, tatsächlich die Mitglieder seien in Wirklichkeit zum Großteil eine Blackbox für die handelnden Akteure, weil die, mit denen die zu tun haben und die, mit denen wir zu tun haben, sind ja meistens Funktionäre. Mhm. Wurscht, ob das der Bürgermeister einer Kleinstgemeinde ist oder seine Stellvertreter oder der fünfte Kassier von rechts oder so. Oder der Aktivist, der zumindest nur zu Sitzungen geht. Richtig, aber es sind sehr viele, das ist das, was der Robert mit diesen stillen Mitgliedern gemeint hat, wo man einfach keine Ahnung hat, wo tendieren die. Spannend. Aber ein paar Dinge sind mir unklar. Ich meine, das ist jetzt wirklich alles von außen und natürlich nicht ohne ein gewisses boshaftes, wie soll man sagen, eine gewisse Schadenfreude, gebe ich zu. Aber erstens einmal, wie ist es gegangen, dass man von 73 auf 3 reduziert hat? War da sonst wirklich niemand dabei, der 30 Unterstützungserklärungen gemacht hat? Das war mir irgendwie unklar. Der Kandidat aus dem Burgenland sagt, naja, er habe nur die. Nur einer. Also das ist einmal merkwürdig, dass diese, ja klar, soll sein die Hälfte von mir aus, ja wurscht, aber dass man auf einmal diese Reduktion, die ja vernünftig ist im Nachhinein, das hätte man nur vorher quasi regeln können, das kommt mir komisch vor. Das ist das Erste. Das Zweite natürlich, wie ist das im Gegensatz zu einer anderen Wahl, wo also eine relative Mehrheit ja nicht reicht, ja. Ne? Präsidentschaftswahl und so weiter, ne? Wird dann dort, weil es geht ja, so wie es scheint, wird keine absolute Mehrheit haben, der drei Kandidaten, reicht dann eine relative, ne? Und geben dann die anderen auf oder was, oder kommt doch eine Stichwahl, wie es der Herr Babler verlangt, das ist die Frage. Und die dritte Anmerkung, ich halte ebenso wie der Herr Miesig zum Herrn Babler, ne? Weil das ist ein Geschenk für die FPÖ. Wobei mir jemand gesagt hat, dass der Herbert Kickl das aus irgendeinem Grund anders sieht und den
dem Babler durchaus als gefährlicher einstuft. Ja. Woher haben Sie das, Frau Daniel? Aber grundsätzlich diese Frage, die der Andreas Mölzer aufgeworfen hat, die mehr als legitim ist. Ich gehe jetzt nicht auf die Kandidaten ein, weil da ist der Christian Deutsch eh auch mein Gast. Und den werde ich fragen, wie das passiert ist. Das kann, glaube ich, der Robert nicht beantworten. Aber eine andere Frage, das mit der relativen Mehrheit ist ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Das gibt es ja in keiner entwickelten Demokratie bei solchen Mitgliederwahlen. Ich weiß, es ist nur eine Befragung, aber trotzdem, dass man sagt, der die relative Mehrheit hat, der ist es. Was ist da bitte mit der SPÖ los? Das muss ja ganz klar sein, dass es entweder eine Stichbefragung oder eine Stichwahl am Parteitag geben wird. Wieso ist das nicht schon längst logisch und vereinbart? Ich komme gleich auf deine Frage. Ich sage nur zu dem Letzten noch, weil Sie sagen, Sie würden sich den Babler wünschen. Da gibt es diesen schönen Spruch, Gott bewahre Sie, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Wann die Sozialdemokratie... wenn eine Sozialdemokratie einen Vorsitzenden hat, der sagt, bei mir sind die Proteststimmen besser aufgehoben als bei den Schlauchern von der FPÖ, dann haben Sie, glaube ich, ein Problem, das ein größeres ist als bei Hans-Peter. Darum misst man ihm in Umfragen 15% zu einer SPÖ und der Babler. Umfragen. Ja, also zu sehr kommunistisch. Wie viel mit Umfragen hier schon gespielt worden ist. Und in dem Fall Umfragen auch, die mögen so ausschauen, gemacht wurden zu einer Zeit, wo man nicht mehr noch gewusst hat, wer das ist. Also vergessen wir die Umfragen. Kommen wir zu deiner Frage. Du hast natürlich völlig recht. Ja? Du hast natürlich völlig recht. Das ist nicht zu Ende gedacht. Letztendlich, wenn du jetzt eine Mitgliederabstimmung als Mitgliederabstimmung machst und dann kommt da relative Mehrheit raus, bräuchtest du im Grunde eine Stichwahl unter den Mitgliedern. Ja? Die zweite Alternative ist, weißt, wenn dir die Zeit nicht reicht oder so, dass du dann eine Stichwahl am Parteitag machst, was schwierig ist, weil dann die Delegiertenwahl hat dann in den Augen der Menschen doch weniger demokratische Legitimität als die Mitgliederentscheid, obwohl natürlich in Parteien Delegiertenwahl immer auch als demokratisch, sie haben ja eine demokratische Qualität, aber heute andere. Und die Mischung von zwei Varianten ist irgendwie in dem Fall ein Blödsinn. Zu glauben, dass die Person mit der relativen Mehrheit automatisch der Vorsitzende ist, ist ein völliger Blödsinn. Insbesondere dann, wenn die knapp beieinander liegen, 32, 33, 34 oder so irgendwas. Oder, Robert, auch wenn sie nicht knapp, ja, wenn jemand 40 und jemand 30 hat, brauchst du trotzdem eine Stichwahl. Natürlich bräuchtest du sie. Das wäre der Norbert Hofer Bundespräsident. Der Bund ist natürlich der, dass es natürlich auch ein bisschen am Verhalten der anderen liegt, wenn jemand 42% hat und alle anderen nur 29% und sagen, wir ziehen zurück, dann hast du natürlich eine Legitimität. Aber sozusagen zu Ende gedacht ist das alles nicht. Andreas Babel hat es deswegen auch Kasperltheater genannt. Die Parteivorsitzende hat dann gesagt, es ist gemein, dass man das Kasperltheater nennt. Aber ich finde, die Beschreibung ist nicht ganz so falsch für diese nicht durchdachte Variante. Und das könnte sich ja der Kasperl aufregen, dass es eigentlich fürs Kasperltheater Beleidigung ist. Vor allem, gut, wir wissen auch noch nicht genau, wer jetzt das Krokodil in der Geschichte ist. Aber zum Abschluss, Andreas Mölzer, wie kann man denn so eine Partei dann eigentlich vereinen? Weil wenn man am Ende dabei bleibt, okay, mit 38-40% bin ich einfach der Gewählte, alle anderen hauen jetzt hin, schafft man so eine Einigung? Das ist ja für mich auch die große gesamtstrategische Frage für die Bundespolitik, ne? Ob es möglich ist, auf diese Art diese Gräben zuzuschütten und die Fronten, die da entstehen oder schon vorhanden sind natürlich. Ne? Weil das ist ja die wesentliche Voraussetzung, dass die SPÖ wieder einen Aufwind zustande brächte. Ne? Mhm. Nicht, dass ich mir den wünsche, aber rein theoretisch stellt man sich die Frage, wenn das gelänge, dass da alles jetzt eitel wohne, alle akzeptieren sich dann hinter den mit 38% gewählten neuen Parteichef, kann ich mir das vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn die Fronten bleiben, dann wird das mit dem kometenhaften Aufstieg nach diesem Parteitag der SPÖ wahrscheinlich Illusion bleiben. Hoffe ich. Danke, Andreas Mölzer. Danke, Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.